Hey Leute, willkommen zu einem Pokémon X & Y Wi-Fi Battle. Wer hätte es gedacht? Ja, heute gegen Janina aka Light X Universe. Und ja, ich benutze hier das Team aus dem letzten Part mit Panferno, Elesatz, Dami, Capoeira, Tangilaut, Tentantel. Und mein Gegner benutzt Gardevoir, Egnatol, Metagross, Frigometri, Bisaflor und Ambidiffel. Freunde, ich verspreche euch ein sehr interessantes Match. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wir beginnen mit dem Kampf. Er benutzt hier... Meine Güte, so. Ich bin halt so blöd, diesen Play-Button zu drücken. Jedenfalls, er benutzt ja ein paar sehr interessante Pokémon, ebenso ein paar sehr interessante Sets, wie ich finde. Aber alles zu seiner Zeit, er beginnt erstmal mit seinem Ambidiffel, mit einem Namen, den ich nicht aussprechen möchte. Ich beginne hier mit Sarutobi. Und ja, Ambidiffel, man weiß, was Ambidiffel so tut. Das tut es nämlich seit der vierten Generation, das tut es sehr gut. Nämlich Mogelhieben. Das heißt, ich dachte, ich gehe gleich mal in mein Tentantel, kann den Ding schon mal ein bisschen Eisenstachel-Schaden drücken und ich bin halt Resiste, das macht nichts an Schaden. Nö, das heißt, ich bin ein normaler Juwel-Boost. Und ja, Eisenstachel wirken, was Tentantel nun mal so tut. Er geht jetzt auf den Raub, sehr interessant, wie ich finde. Also kennt man mittlerweile auf Ambidiffel, ist relativ oft mittlerweile gesehen. Dennoch sehr interessant, vor allem da er jetzt das Wahlband bekommt und ich gehe direkt auf den Abschlag, das heißt wir klauen uns hier gerade gegenseitig die Items. Und dadurch, dass ich auf den Abschlag gegangen bin, ist der nämlich auch nochmal verstärkt worden. Allerdings, da ich kein Wahlband mehr trug, ja, war der Schaden nicht mehr ganz so extrem. Und da hätten wir einen Meter groß, den Namen finde ich einfach nur klasse. Ich glaube, wir hatten schon mal eine Herausforderung mit diesem Namen. Ja, ich bin auf Gyroball gegangen, habe jetzt auf irgendwas predicted, keine Ahnung. Er geht jetzt auf den Hammerarm. Und ich habe gedacht, vielleicht kann ich ihn überleben und ich kann es sogar überleben. Er kriegt jetzt den Init Drop und kriegt Eisenstachelschaden. Jetzt kann ich nochmal auf den Abschlag gehen, Freunde. Aber da ich, wie gesagt, kein Warbab mehr habe, weiß ich, dass es nicht reichen wird. Allerdings mache ich nochmal ordentlichst Schaden und schnappe mir den Metronom, Freunde. Ich wusste gar nicht, was das Metronom, also was das Item überhaupt macht. Es sorgt dafür, dass jede Attacke, glaube ich, immer um 10% oder so stärker wird, wenn man sie permanent hintereinander einsetzt. Er hat mir das so erklärt, dass er damit dann Bullet Punch Spamming betreiben kann. Okay, ja, hier hätte ich meine Bolognese, ich gehe auf den Abschlag, dachte mir, vielleicht reicht das ja, na, dieser typische Pixel-KP und der Senkopfstoß nochmal ein bisschen Schaden drücken, aber Tangela ist halt ein physisch-defensives Monster und hält das ziemlich gut aus. Ich wechsle jetzt aber nochmal raus in Tentacles als mein Death-Folder und außerdem kann ich damit Tangelas Beleberkraft gleich nochmal aktivieren. Er geht hier auf den Patronen, eigentlich glaube ich, war das gar nicht mal so nötig, dass ich jetzt hier mache, eigentlich ein bisschen sinnloser Deathfaller vielleicht, aber gut, wie man meint. Jedenfalls geht Metagross da nun down und nimmt Tentantel natürlich auch gleich mit. Aber mit 10 KP, ganz ehrlich, hätte mir Tentantel auch nichts mehr gebracht. Und da hätten wir nun einen Gonna Fist You, das Ambidiff mit dem edlen Namen. Ich gehe hier in Maria, werde nun aber auch gleich weg wieder auswechseln, weil ich will einfach keinen Mogelieb abkriegen, Freunde. Gehe darum in Tyson, um die Bedroher rauszuhauen und den Mogelieb-Schaden so gut es geht zu minimieren. Und ja, da kommt der Mogelieb. Ich bin auf Max KP. Wie viel macht das an Schaden? Immer noch relativ viel, denn es hat immer noch Step und Techniker vorne. Und ja, mein Gegner wechselt hier nur raus in etwas mit einem japanischen Namen. Egnatol. Natürlich der perfekte Konter eigentlich gerade gegen meinen Capoeira. Ich wechsle hier an dieser Stelle nun raus in meine Maria wieder. Denn Maria hat einen Life Orb und die finstere Aura, das würde ordentlich Schaden machen. So, er geht hier auf die Plage. Vielleicht, keine Ahnung. Ich würde overpredicten und drin bleiben, aber das war dann doch ein bisschen zu risky. Er geht hier auf ein Schutzschild, um es erstmal zu scouten, was ich da so mache und um ein bisschen Plage zu stallen. Er sieht, ich habe die finstere Aura. Da war mir schon klar, er wird mit Sicherheit nicht da drin bleiben, Freunde. Sein Eckland ist einfach eine zu gute Wall, um das jetzt so leichtfertig Schaden fressen zu lassen. Er wechselt also nun raus in sein Cryogonal, sein Frigometri. Ich gehe deswegen auf den Voltwechsel, weil ich das halt predicted habe und Frigometri ist eigentlich schon eine ziemlich krasse spezielle Wall, Freunde. Aber der Schaden, fast die Hälfte. Gut, ich habe Life Orb, aber trotzdem. Ja, fast die Hälfte an Schaden bei einem nicht sehr effektiven Angriff. Einem speziellen nicht sehr effektiven, normal effektiven Angriff auf Frigometri. Das ist schon krass. Nun gehe ich hier in mein Panferno. Der Feuerschlag wird dann natürlich reichen. Da ist Eisen, Faust, Boost, Step und es ist sehr, eine physische Attacke und sehr effektiv. Das kann das Ding nicht überleben. Da kommt nun Gardevoir. Das erstmal die erstmal hier die Eisenfaust kopiert, natürlich unglaublich sinnvoll. Nicht. Ich wechsle nun raus, weil ich ehrlich gesagt Angst habe von einem Scarf-Set, weil ich wüsste nicht, aus welchem Grund er das Ding jetzt sonst da reinschicken sollte. Gehe darum ins Stami und es kommt erstmal die Psychokinese.
Ja, war zu erwarten. Macht auch gut Schaden. Denn, ja, und natürlich kriegt er den Spitz Death Drop, was auch sonst. Er geht den Rocky Psychokinese. Dadurch, dass er jetzt schneller ist, zeigt er mir auch auf jeden Fall, dass er Gewaltschalt ist. Also für alle, die nicht wissen, was er Gewaltschalt macht. Es limitiert euch auf einen Angriff und erhöht die Initiative um 50%. Ich gehe auf einen Wahlglas Surfer. Mache guten Schaden, leider werde ich nun draufgehen. Aber gut, was hätte ich in dieser Situation noch großartig anders machen sollen? Wahlglas, by the way, für alle, die es nicht wissen, ist es gleich wie ein Wahlschaden, nur dass es nicht die Initiative erhöht, sondern den Spezialangriff. Ich gehe nur in den Tyson, weil ich habe den Mogelieb und den Bedroher, den Bullet Punch, den Patronenlieb und kann das Ding damit auf jeden Fall besiegen, da diese eine erhöhte Priorität haben. Er wechselt hier auch wieder in Egnatoll raus. Das habe ich an dieser Stelle predicted, weil es einfach, ja, geile Wort kann man noch super gebrauchen mit dem Choice Scarf in meine Maria. Und ja, mit der Finster auch natürlich, ne? Jetzt gehe ich straight forward, nämlich da drauf, mache ordentlichst Schaden an diesem Teil. Es hätte sogar fast gereicht. Er geht hier nur aufs Irrlicht. Ja gut, permanenter Schaden ist permanenter Schaden, nicht wahr? Mit dem Life Orb wird sich das bestimmt auch gut rentieren. Aber ja, so an und für sich ist das Egnatoll jetzt quasi besiegt. Ich mache gleich den Fehler. Eigentlich hätte ich raus switchen können. Alles klar war, dass er jetzt auf Schutzschild geht, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Naja. Jedenfalls, ja. Finsteraura. So, nochmal ein bisschen Lefties recovern, aber die Finsteraura würde natürlich trotzdem reichen, um es zu zerstören. Allerdings werde ich dann mit meiner Maria auch nicht mehr so lange auf dem Feld stehen bleiben, wegen Life Orb und wegen Leben Orb und Brand. Und hier der Unnecessary Crit, sehr schön, ich wünsche, ich hätte ihn vielleicht eine Runde früher bekommen. Und ja, eine Runde müsste ich noch stehen bleiben. Na, ja, mit 5 HP stehe ich noch einmal eine Runde. Und er holt jetzt wieder ein Burn First You rein. Und es ist natürlich wieder klar, was das Teil macht. Und ja, Maria ist sehr schnell, hat einen guten Spätzangriff und den kann man immer noch mal gut benutzen für einen Angriff. Deswegen gehe ich hier meine Bolognese. Meine physische Wall ist mir total egal, weil sie das Ambidiffel einsetzt. Nicht mal ein Aeroas oder ein Capwinde würden so viel Schaden machen. Oder eine Akrobatik zum Beispiel. Wobei, ja, Akrobatik, vielleicht schon. Ich weiß es nicht. Ich gehe jedenfalls auf den Gigasauger. Er hat mir nochmal, glaube ich, gerade den Evoliten weggeschlagen, was ich gar nicht cool finde, aber ganz ehrlich, was ich an dieser Stelle machen soll. Ein paar Fan hatte noch einen Fokusgurt, den hätte ich ihm wirklich gerne noch behalten und ja, Maria, sowieso kurz vorm Verrecken. So, er geht hier nun wieder in Gardevoir. Ich bin jetzt, ja, okkupiert auch die Beleberkraft, das ist richtig schlimm. Denn wenn er gleich rauswechselt, regeneriert er nochmal 30% seiner HP, geht auf die Psychokinese und das macht zu viel Schaden, denn Zangeda hat einfach keine gute spezielle Verteidigung. Auch nicht mit einem Evoliten, den ich nicht mehr habe. Nun gehe ich hier wieder in Tyson. Wie gesagt, ich habe immer noch den Bullet Punch drauf. Würde viel Schaden an diesem Gardevoir hinterlassen. Er wechselt hier natürlich raus. Gardevoir braucht er einfach noch in sein Bisa-Floor. Oh mein Gott, dieses Ding, ne? Ich gehe auf Patronenhieb. Und Freunde, ich glaube, jetzt würde es sich etwas ziehen. Denn natürlich wird es gleich sich mega, was Bisa-Floor nochmal so tut. Und Mega Bisa-Floor ist einfach so unglaublich bulky. Und ich weiß nicht genau, warum ich Maria reingeschickt. Genau. Ich glaube einfach als Stepfaller und ich. Naja, weiß ich nicht. Panfernos Focus Group wollte ich unbedingt noch behalten. Und Maria kann mir hier jetzt auch nicht mehr so viel bringen. Ich glaube, seine letzten Pokémon sind sogar jetzt Bisa-Floor und Gardevoir. Wenn mich nicht alles täuscht. Ihr habt die Teamliste ja links neben dran stehen. Ich habe sie gerade nicht. Und ich gehe nun in Sarutobi. Ich weiß natürlich, dass durch die Speckschicht mein Feuerschlag nicht mehr so viel Schaden macht, wie es erst beim normalen Verhältnis tun sollte. Und ja, das macht so wenig Schaden. Mega Bisa-Floor hat ja eine bessere physische Def als der spezielle. Vielleicht ist er auch noch voll darin ausgelegt. Ich weiß nicht, das hat einfach so unglaublich wenig Schaden gemacht. Und ich penne auch noch. Das ist so uncool, ne? Richtig schlimm. So, was macht er jetzt? Er leecht mich auch noch. Natürlich, natürlich. Warum denn auch nicht? Warum denn auch nicht? Ja. Ich muss, glaube ich, nicht erwähnen, wie das gleich endet, oder? Sofern ich jetzt nicht irgendwie zweimal hintereinander critte, kann ich das Ding nicht besiegen. Mit Panferno. Viele Leute spielen das ja noch ganz asozial mit Synthese. Das wäre richtig mies. Das wäre richtig mies. Gut. Er heilt sich hier mit Gigasauger ganz gut hoch. Mit den Egelsamen. Und ich wache nicht auf. Das ist... ich hasse die. Ich hasse Mega Bisa Floor als Gegner. Ich benutze es selber total gerne mittlerweile. Aber als Gegner ist es einfach so brutal. Also ich wache hier nun endlich mal auf. Kann nochmal einen Feuerschlag raushauen. Der macht jetzt so viel, dass er die Hälfte an KP noch hat. Er macht nochmal einen Gigasauger. Ja, ist dann wieder über der Hälfte, um mit den Egelsamen das Ding kaputt zu hauen. Ganz ehrlich, damit werde ich wohl keinen Erfolg haben. Ich stehe zwar nochmal mit 2 HP, kann nochmal einen Feuerschlag raushauen, aber ganz ehrlich, ich glaube, wir wissen auch, was das jetzt hier hinausläuft.
Hier kommt mein Feuerschlag, ich habe gerade wieder einen Stift gegengeschmissen. Und ja, ich kriege Gott sei Dank den Burn, Freunde, nicht, dass er viel macht, aber und oh mein Gott, Synthese, ne? Ihr wisst nicht, wie ich geweint habe, als ich das gesehen habe. Das war so, boah, ne, da hast du schon gar keinen Bock mehr auf diesen Kampf, ganz ehrlich. Mein letztes Pokémon ist dann, glaube ich, auch Tyson und Tyson kann einfach nichts dagegen machen, weil Tyson ist defensiv und nicht offensiv. Ich glaube, Tyson ist mein letztes Pokémon. Ich glaube es jedenfalls so. Ja, Burn Damage, yay, toll. Ja, Tyson wird mein letztes Pokémon nun sein. Und ja, sehen wir den ganzen mal ins Auge. Das geht nicht gut aus. Ich habe auch nicht, das Einzige, was ich wirklich habe, um das Ding wirklich zu treffen, ist ein Mogelieb und ein Patronenlieb. Ja, Nahkampf ist resisted. Und da kommt Galvo. Und hier ist er nochmal ein richtiges Arschloch. Er kopiert jetzt nämlich meinen Bedroher, senkt meinen Angriff nochmal weiter, sodass ich auch gegen das Gardevoir kaum noch eine Chance habe. Außerdem hat sich das Ding auch durch die Beleberkraft, die es meinem Tangela geklaut hat, nochmal ein bisschen geheilt. Und oh mein Gott, der Mogelieb macht so wenig Schaden. Und das trotz Gardevoirs absolut miserabler Dev. Ja, der Patronenlieb ist unglaublich wenig Schaden, das Wappen. Hier hat er einen Abgangsbund. Finde ich sehr cool. Ja. Sieht man jetzt nicht so oft auf Gardevoir. Auf dem Choice Scarf-Set weiß ich auch nicht, ob ich das machen würde. Aber es ist okay, kann man machen. Also, naja, ich würde es nicht machen. Aber jeder wie er meint. Gut, man kann es machen, um Gegner-Pokémon zu trappen mit dem Choice Scarf und dann so zu überraschen. Und dann, yay, ich nehme einfach mal ein Pokémon weg, aber trotzdem. Patronenhieb killt nun das Gardevoir. Allerdings, weil ich eine Prio-Attacke genutzt habe, nachdem er Abgangspunkt benutzt hat, muss ich mich hier nun auch von Capoeira leider verabschieden. Und verliere damit gegen Janina. Naja, war trotzdem ein sehr schönes Match, Lydex Universe. Vielen Dank dafür. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, das war jetzt erstmal für 2 Wochen das letzte Video. Ab morgen bin ich im Urlaub. Werde da aber auch fleißig vorproduzieren, Freunde, damit es danach mit einem gewohnten und schönen Ablaufplan weitergehen kann. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann in 2 Wochen beim nächsten Video wieder. Macht's gut, Freunde. Wenn ihr auch im Urlaub fahrt, wünsche ich euch schon mal einen schönen Urlaub, schöne Ferien für alle, die jetzt welche haben. Ich habe sie jetzt nämlich. Freunde, macht's gut. Bis zum nächsten Video in 2 Wochen. Haut rein. Ciao.